Hi, grüß dich. Mein Name ist Sebastian und ich brauche dringend ein Geschenk. Und ich habe da an diesen Beistelltisch von IKEA gedacht. Kostet 5 Euro. Manchmal kriegt man den auch gebraucht, umsonst. Vielleicht ein bisschen demoliert. Das macht bei diesem Projekt nichts. Denn ich möchte daraus einen Würfel bauen, einen Spiegelwürfel. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir in diesem Video. Und das Aufbauen ist wirklich kinderleicht. Ich habe den jetzt neu gekauft. Förmlich ein Fingerschnips. Brauchen wir für dieses Projekt? Ihr braucht gar nicht viel. Ihr braucht eine Kartuschenpresse, in dem Falle so eine hier. Montagekleber, ein paar Federnzwingen und das Material bzw. den Spiegel. So, und das Ganze verkleiden wir mit keinen echten Spiegel. Das hier nennt sich Alu-Debound. Da müssen wir die Werkstatt hier angucken. Übrigens, die Werkstatt ist hier neu. Wenn du wissen willst, wie man sich das Ganze einrichtet, da hinten seht ihr beispielsweise eine Schiebetür. Die haben wir neu gebaut. Dann abonniere doch einfach mal den Kanal. Hier gibt es ganz, ganz viele DIY-Videos. Hier gibt es Anleitungen rund ums Thema Handwerk. Also eigentlich alles. Vom Boden zur Decke, zur Wand, zu Möbelprojekten. Hier ist alles mit dabei. So, und was ist der Vorteil von diesem Alu-Debound nennt sich das Ganze, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Das Ganze kann nicht zerspringen, ist also sehr, sehr verletzungsarm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut für so ein Kinderzimmer. Ne? Das heißt, wir haben hier eine Aluminiumdeckschicht, dann haben wir Kunststoff und wieder Aluminium. Und davon habe ich mir insgesamt 5 Stück zuschneiden lassen vom Plattenzuschnitt 24. Dort bekommst du unter anderem auch andere Materialien wie Küchenrückwände, wie Sperrholzplatten, unterschiedlichen Dekoren. Hier ist es beispielsweise Eiche hell. Du bekommst Multiplex, du bekommst Siebdruckplatten, du bekommst Acrylglaszylinder und auch Acrylglas. Du kannst auswählen, ob du das Ganze gebohrt haben möchtest, entgratet, die Kanten poliert und so weiter und so fort. Ich werde hier mal unten in der Videobeschreibung einen passenden Rabattcode hinzufügen, dann bekommst du bei deiner nächsten Bestellung einen Rabatt. So, ja, das heißt, wir haben unsere Platten und jetzt legen wir los. Also das ist ein Projekt für jeden Laien, vor allem wenn du dir das Ganze zuschneiden lässt. Übrigens gibt es dort auch immer bei Plattenzuschnitt 24 ein Kunde des Monats oder ein Projekt des Monats. Da kannst du mitmachen, da kannst du beispielsweise dein Projekt einsenden und mit etwas Glück kannst du sogar was gewinnen. Um diese Platten jetzt mit den Korpus oder mit diesem Hocker zu verkleben, brauchst du entweder hier so eine Zwinge, das ist hier eine Federzwinge, oder eine Schraubzwinge oder eine Klemmzwinge. Ich versuche es mal mit Federzwingen. Genau. Und wie machen wir das Ganze? Ganz einfach. Wir nehmen jetzt den Beistelltisch. Zack. Und setzen jetzt hier mal einen Streifen. Streifenmontagekleber. So. Schön rauf da. Hier oben auch. Lopp. Eine Naht in der Mitte reicht wirklich aus. Wir wollen nämlich nicht, dass dieser Kleber hier austritt. So, dann nehmen wir unser Spiegel, natürlich die Schutzfolie nach außen und setzen das Ganze drauf. So, sollte schön bündig sein. Drücken das Ganze an. Theoretisch braucht er gar nicht viel Druck ausgeben, aufgeben. Wichtig ist nur, dass das Ganze wirklich schön bündig ist. Und dann setzen wir die Federzwing an. Zack. 4 Stück an jeder Seite. Und zack. So. Das Ganze nochmal ausgerichtet. Weil manchmal verschiebt sich das so ein bisschen. Und dann können wir das Ganze auch trocknen lassen. Und wenn ihr dann die ersten 2 gesetzt habt, das Ganze ausgehärtet ist, könnt ihr auch die anderen Seiten setzen. Für diejenigen, die keine Geduld haben, es gibt auch solche Rahmenspanner. Und damit könnt ihr große Rahmen beispielsweise zusammenspannen. Oder auch hier so ein Würfel. Das Ganze hat nämlich 4 Ecken. Die legt ihr dann hier rum. So, zack, zack, zack. Mit ein bisschen mehr Band. Ist wie so ein Spanngurt, muss man sagen. Können wir mal hier unten anfangen und dann zieht er das nämlich gleichmäßig fest. Voilà. Und zu guter Letzt setzen wir die oberste Platte drauf. Hier machen wir einfach so Schlangenlinien. Das reicht eigentlich aus. Wie gesagt, das Montagekleber
Der hält bombenfest. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr auch die richtige Seite drauf klebt. Denn das Alu, die Bound hat eine Seite, die ist nämlich matt. Nicht, dass ihr die falsche dann drauf klebt. So, die kleben wir auch auf. Und ihr seht, wir haben jetzt überall eine kleine Fuge. Das habe ich mit Absicht so gemacht, damit das Ganze nicht so scharfkantig ist. Also man kann es auch theoretisch richtig ausrechnen, so dass wir keine Fuge haben. Aber so sind alle 5 Quadrate gleich groß. Ich finde irgendwie, der Würfel wirkt wie unsichtbar. Ne? Also hier ist er. Aber ich finde es halt total ulkig. So, im nächsten Step drehen wir uns das Ganze hin. Die Schutzfolie ist noch drauf. Und wir wollen die Ecken versiegeln. Da könnt ihr jetzt die unterschiedlichsten Farben nehmen, so wie ihr wollt. Rot, Pink, Grün, Schwarz, Weiß. Ich habe jetzt hier so ein Grau genommen. Und das Ganze ist ganz, ganz einfach. Ihr nehmt einfach jetzt die Kartusche und haut da Silikon drauf. Für Geübte, ja, sieht es dann so aus wie bei mir. Für Ungeübte, ich mache euch mal eine Naht, die nicht so schön aussieht. Also ihr könnt wirklich öfter mal rübergehen, falls ihr mal davon abkommt. Und mache jetzt mal die Naht so ein bisschen, ja, wie manchen schön rüber, ne? Also das kann ja mal jedem passieren. Dann nehmen wir ein bisschen Wasser mit Spüli, sprühen das ein. Übrigens, so Silikonnähte zu ziehen, das ist ganz einfach. Darüber gibt es auch ein paar Videos von mir. Falls du dein Badezimmer oder so mal versiegeln willst, da findest du die unten in der Videobeschreibung. Da gibt es solche Abzieher. Und da gibt es unterschiedliche Größen bzw. Fugengrößen. Und wir haben hier eine mit einer kleinen Rundung. Und die nehme ich einfach. Wir setzen das Ganze an und ziehen einfach hier entlang. Das überschüssige Material könnt ihr auch abziehen, schön gerade. Und rein theoretisch könntet ihr jetzt noch mal mit dem Finger rübergehen. Aber ich finde, das müsst ihr gar nicht. Das sieht schon so sehr gut aus. Nach so ungefähr einem Tag Trocknungszeit ist unser Spiegelwürfel auch fertig. Natürlich setzt sich hier sehr, sehr schnell Staub ab in der Werkstatt. Aber es ist wirklich so ein Blickfang, weil, man mag es kaum glauben, der Spiegelwürfel geht förmlich unter. Also ihr seht ihn wahrscheinlich jetzt sehr gut oder vielleicht auch nicht. Und jetzt sieht man ihn vielleicht, ne? Aber es ist halt voll, ja, das coole Spielzeug und voll so ein Designer-Highlight, ne? Was man sich eigentlich mit recht wenig Budget nachbauen kann. Wenn du Bock auf mehr solcher Projekte hast, dann unbedingt den Kanal Mr. Handwerk abonnieren. Unten in der Videobeschreibung findest du noch meine Playlist. Da werde ich dir solche Projekte verlinken und speziell solche Projekte. Beispielsweise einen Tisch, einen Esstisch aus nur Dachlatten gefertigt oder ein Hochbett, was schwebend ist oder ein Hochbett aus großen Rundhölzern. Also ihr wirst oder du wirst hier einige Projekte finden, die du ganz einfach nachbauen kannst. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Mr. Handwerk und ciao. Und viel, viel Spaß beim Nachbauen.